Wir haben viele tolle Vereine bei uns im SAW-Land. Einen würdigen wir heute ganz besonders, ist der erste FC Magdeburg. Wir sind sehr stolz, dass der Kapitän heute hier ist. Mario Sobislo. Ja, schönen guten Morgen. Danke. Beschreib uns bitte mal dieses Wahnsinnsgefühl, was da in euch vorgeht, auch gerade vielleicht auch vom letzten Spiel, von diesem entscheidenden Spiel gegen Fortuna Köln, wenn ihr so auf den Rasen lauft. Also man kann natürlich unwahrscheinlich stolz sein auf den, was in den letzten Jahren passiert ist, wie die Fanbase sich entwickelt hat. Es gab ja immer ein Grundgerüst an Fans, einen Stamm, die immer an den Verein geglaubt haben. Und das wurde dann halt Jahr für Jahr, Woche für Woche, Spieltag zu Spieltag mehr, weil die Leute gemerkt haben, da passen zwei Parallelen sehr gut zueinander. Einmal der Verein, einmal die Fans, und die Kombination ist eigentlich bombastisch, und für uns ist es dann natürlich etwas ganz Besonderes, weil wir werden durch die Fans getragen.